scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Ja, Jean-Marie Bottequin kenne ich persönlich schon lange. Er ist ein Urgestein in München. Ich liebe sein Charisma, ich liebe auch seine Weisheit. Und er hat eine Akademie für Persönlichkeitsbildung. Und er nennt sich selber Work-Life-Balance-Profiler, Supervisor, Experte in der nonverbalen Kommunikation, zertifizierter Berater in der positiven transkulturellen Psychotherapie. Und ich weiß, er kann und weiß noch viel mehr wie jetzt diese vier Begriffe, die man erstmal auf sich wirken lassen kann. Und sein Thema heute heißt, was bedeutet Mut für dich? Nur ein Buchstabe macht den Unterschied. Mut und Wut. Es ist die gleiche starke Energie, anders gerichtet, mit anderen Glaubenssätzen. Wut ist perspektivlos und negativ, weil, warum ist wirklich jemand wütend? Und hiermit gebe ich das Mikrofon an Jean-Marie Bottequin und wir freuen uns auf dich. Dankeschön, liebe Martina. Dankeschön an alle, die da sind. Kannst du dich erinnern, wann du mal richtig mal wütend warst? Und kannst du dich auch erinnern, warum du wütend warst? Ist es nicht so dann im Nachhinein, dass du dich erinnerst, dass du eigentlich auf dich selbst wütend warst, dass du Angst hattest? Ganz anders als mit Mut. Also, weißt du, Mut ist Tapferkeit bei Gefahr. Das klingt so nach Begriff, nach Worten, aber es hat sich nicht geändert in den Jahrtausenden. Mut ist Mut. Die Umstände haben sich heute geändert. Deswegen gehe ich sehr klassisch. Und ich sage dir einfach, versuch zu reflektieren und das für dich zu verwenden, was du hören kannst. Und was sagt dir mutig sein? Ist es nicht so, dass du das tust, was richtig ist? Auch wenn es schwierig ist oder furchterregend ist. Mutig sein heißt weitermachen. Auch wenn man lieber aufgeben möchte. Und das wissen wir jetzt gerade in diesen 1,5 Jahren. Manchmal bedeutet Mut, eine Gefahr ins Auge zu schauen und standhaft zu bleiben. Damit ist nicht gemeint, unnötige Dinge zu wagen, bloß um als mutig zu gelten, ja, um ins aufzufallen, ja, um sich zu zeigen, Sichtbarkeit zu zeigen heute und so weiter, ja, wie wir wissen. Mut brauchen wir, um Neues anzufangen. Was ist neu? Und was ist wertvoll? Schwierige Situationen zu meistern, um uns selbst nach einem gemachten Fehler am Riemen zu reißen, um es noch einmal zu versuchen. Also ich lasse die Strecke, ich habe es lieber bei den Riemen, ja. Für mich bedeutet Mut, richtig zu handeln, selbst wenn die anderen uns auslachen oder verspotten und sagen, ach, so ein Schmarrn. Mut ist eine Eigenschaft des Herzens. Das lernen wir allmählich. Höre auf deinen Bauch. Nein, höre auf dein Herzen auch. Mut entspringt dem, was wir in unserem Herzen empfinden und nicht so sehr dem, was wir denken. Dazu müssen wir uns selbst kennen. Gnauto seauton. Der alte Spruch, erkenne dich selbst. Und im Innersten wissen, was wir etwas tun können und sollen. Mut wurzelt in der Überzeugung, dass der Schöpfer stets hilft und man sich auf ihn verlassen kann. Liebe kann uns Mut geben, zum Beispiel. Aber was ist Liebe? Ja, das ist schwierig zu beantworten. Was ist Liebe? Bei mir sind das 49 Stufen. Das hatten wir schon mal bei Tag X, nicht wahr? Sie gibt uns Kraft und hilft uns, das Richtige zu tun, ohne uns vor Ängsten abhalten zu lassen. Warum solltest du Mut
üben. Mut ist das beste Mittel gegen Angst oder Unsicherheit. Zuweilen bist du unsicher, fühlst du dich alleingelassen oder scheinst du unlösbare Probleme zu stehen. Mut hilft dir, große Taten zu vollbringen. Also denke groß, mache große Ziele. Ohne Mut täten wir alle nur, was leicht geht. Keiner würde etwas Neues oder vielleicht sogar etwas Schwieriges ausprobieren. Jeder würde nur das Gleiche machen wie alle anderen. Nur um ja nicht aufzufallen, selbst wenn man weiß, dass es falsch ist. Die Angst würde regieren. Die Menschen würden dann alles vermeiden, was schwierig ist oder wofür sie sich fürchten. Aber wie üben wir Mut? Du tust, was du für dich richtig hältst, auch wenn es schwierig oder furchterregend ist. Mutig betrachtest du deine Fehler, lernst daraus, gib es zu und gib nicht auf. Du lernst zum Beispiel, ja, weißt du noch, wie du gelernt hast, Rad zu fahren? Auch wenn es am Anfang so aussah, als würdest du es nie lernen. Du bemühst dich, etwas zu verstehen, wofür du Angst hast. Dann entscheidest du, ob du deine Angst begründet oder es eingebildet ist. Denke daran, dass du immer um Hilfe bitten kannst, wenn du sie brauchst. Du kannst dich auf den Schöpfer und auf deine Mitmenschen verlassen. Das gibt dir Kraft und Beistand. Du stehst für das ein, was du für richtig hältst, selbst wenn alle deine Freunde etwas Schlimmes tun. Du lässt Mut in deinem Herzen wachsen, auch wenn andere dich auslachen oder verspotten. Ich wiederhole, wenn du Angst hast, mach weiter und hör in dich hinein. Nenne die Angst beim Namen, dann schicke sie weg. Entscheide, was du für klug und richtig hältst und handle danach, selbst wenn noch ein Rest Angst in dir steckt. Wie sieht Mut aus, zum Beispiel, wenn du vor ein großes Publikum reden solltest? All deine Freunde wollen, dass du etwas ausprobierst, wie von dem du weißt, dass das nicht gut ist. Du siehst, wie ein Mensch einen anderen einzeln ärgert und ihm seelisch verletzt. Was tust du dann? Etwas passiert, was dir leid tut. Also zum Beispiel einen der Lieblingsobjekte von jemandem zerbricht. Aber keiner weiß, wer es war. Ich weiß nicht. Ist das Mut? Wenn du vor irgendetwas Angst hast, welche Art von Hilfe brauchst du dann? Wir haben alle viele verschiedene Ängste und jede Angst hat eine andere Maske. Gratuliere, du bist mutig. Wenn du tust, was du für richtig hältst, auch wenn es schwierig oder furchterregend ist, ich wiederhole, deine Fehler siehst und sie eingestehst, daraus lernst und nicht aufgibst, du bereit bist für Neues, deine Angst spürst, sie beim Namen nennst und erkennst, was dich ängstlich macht, daran denkst, das Universum und andere Menschen um Hilfe zu bitten, wenn du sie benötigst, zu dem stehst, was du für richtig hältst, auch wenn alle deine Freunde sich falsch verhalten. Mut in deinem Herzen spürst, selbst wenn die anderen dich auslachen oder verspotten und dich nicht von deinem Vorhaben abhalten lässt, selbst wenn du noch Angst hättest. Versuch es weiter. Du brauchst noch mehr Übung, wenn du dich vor Angst vor Misserfolgen vom Neuen drückst, nicht erkennst, was du empfindest. Du so tust, als hättest du keine Angst. Kennst du das? Dich fürchtest, deine Fehler zuzugeben. Das ist großartig, deine Fehler zuzugeben. Und du tust, was alle anderen tun, auch wenn du weißt, dass es nicht richtig ist. Das leichter dem Richtigen vorziehen. Glaubst, du könntest alles allein und nicht andere oder der Schöpfer um Hilfe bitten und Kraft bittest, wenn du sie brauchst. Mache den Vorsatz. Ich habe den Mut, Neues auszuprobieren. Ich bin mutig genug, meine Fehler zuzugeben.
Ich habe den Mut, das zu tun, was mein Herz für richtig hält, egal was die anderen sagen. Bravo, bravo, du bist mutig, du wirst ernten. Stell dir vor, du bist auf der Straße und du möchtest die Angst mal richtig wegjagen. 7 Meter von dir weg, aber lauf nicht weg, weil ich brauche die noch Angst, weil du kannst sehr nützlich sein, weil die Angst hat die Fähigkeit, ja, frühzeitig die Gefahren zu sehen. Also wertvoll. Aber bitte nicht näher als 7 Meter. Und ruf den Mut. Mut, wo bist du? Mut, ja, wo bist du denn? Komm hier neben mir, ja, auf meiner rechter Seite. Rechter Seite. Und bleib hier, bitte, und begleite mich immer. Es ist einfach. Also ich sage nochmal die Stichworte, weil sie sind nicht leer. Aber Begriffe werden leer, weil unsere Sprache immer leerer wird. Tapfer sein, tun, was richtig ist, standhaft bleiben, weitermachen, Neues meisterhaft wagen, dich am Riemen reißen, hör auf dein Herz. Das beste Mittel gegen Angst. Schwieriges ausprobieren, eigene Fehler betrachten und zugeben und sich auf Gott verlassen können. Ich wünsche euch allen viel Mut und bringt Erfolg. Ich danke schön, Jean-Marie Wöttger. Jetzt habe ich meinen Bildschirm nicht freigegeben. Das mache ich noch ganz schnell, damit hier noch diese eine Folie sieht. Ja, es gibt nur einen Buchstaben, aber noch einen zweiten Buchstaben von M-Mut. Wenn man es umdreht und ein etwas weglässt, das ist, und umdrehen, das ist tun, einfach ins Tun kommen. Okay? Ich wünsche euch alles Gute und bleibt in Kontakt. Ruf mich an, schreib mich an. Ich freue mich auf dich. Merci beaucoup.